Ja, eine ziemlich witzige Art, neue Videos zu produzieren. Ich werde jetzt ja hier gesehen, aber ihr könnt euch in dem Video nach rechts und links umschauen. Da zum Beispiel ist ein toller Busch und da sind tolle Bäume. Hinter mir sind Bäume. Nach hinten selber könnt ihr auch schauen. Also rundum könnt ihr euch die Videos anschauen, während ich hier die Moderation abhalte. Die Videoqualität ist noch nicht ganz so gut und es ist auch noch mit den Lichtverhältnissen ganz schön schwierig, das aufzunehmen. Aber ich denke, für den Anfang reicht das auf jeden Fall. Wenn man bedenkt, wie damals die digitale Fotografie gestartet ist, da waren die Fotos auch noch nicht so 1A. Und bei diesen 360-Grad-Videos und Fotos entsteht eine ganze Menge Datenmaterial. Das muss ja auch irgendwo ins Netz und verarbeitet werden. Von daher müssen wir noch ein bisschen warten, denke ein paar Jahre noch, dann werden die Technologien und auch die Bandbreiten im Internet uns ermöglichen, das sogar in einer sehr guten, wenn nicht 4K oder 8K-Auflösung ins Netz zu stellen. Also, wir sind am Anfang dieser Technologie und es ist spannend, dabei zu sein.